Liebe Freunde, willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession hier. Und ihr seht, ich stehe schon wieder vorm Tor. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal hier vor dem Tor lande. Ja, ich kann es mir irgendwie nicht erklären. Nehmen wir halt wieder unseren Ruhestein und ab zur Garnison. Ist ein bisschen komisch. Fast jedes Mal, wenn ich mich einlogge, lande ich jedes Mal vor dem Tor. Na gut, schauen wir mal, wo wir jetzt... Wir wollten genau die Aufträge mal überprüfen. Ihr seht, ich habe wieder leichte Schwierigkeit, mich zu orientieren, weil ich einfach nicht hier diese Level 1 Garnison mehr gewohnt bin. So, gucken wir mal hier. Und er lädt und lädt und lädt. Ich weiß nicht, was da wieder lädt. Aber er lädt. So. Gut, es gibt 50 Erfahrungspunkte. Und hier haben wir auch was. Das dürfte auch Erfahrungspunkte geben. Jo. Und wir haben unseren neuen Gefolgsmann. Ja, den Erfolg wollten wir jetzt nicht. Und dann gucken wir gleich mal. Hier gibt es wieder ein bisschen Gold. Da schicken wir ihn hin. Okay. Hier haben wir auch keine passenden. Das ist egal, wen wir da hinschicken, ne? Das heißt, es gibt auf alle Fälle hier Hearthstone-Profi und wir kriegen Spielzeug. Pff, ja, schick mal dich mal hin. Was soll's? Gibt ja eh 100%. Die anderen dürfte wohl nichts werden. 61, 63, probieren wir es mal. Ja. Und links brauchen wir eigentlich nicht. 540 Stufe. So. Mal kurz hier antworten. Und dann gucken wir mal, wir wollten heute ein bisschen weiter questen und wollten im Idealfall hier unsere Stufe 92 fertig machen. Und da wird es auch demnächst Zeit für ein neues Gebiet. Wir haben hier oben noch bereit zur Abgabe. Da müssen wir darüber. Hier müssen wir mit dem Ritual beginnen. Okay, jetzt weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das ist. Wir müssen hier runter. Würde ich sagen, flieg mal hier hin. Hier hinten gibt es, glaube ich, auch noch ein paar Quests. Ja, machen wir so. Dum, 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 dum. Hier rüber. Und dann mussten wir, ich... Was ist jetzt hier oder hier? Ich glaube hier hinten, ne? Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich hier aus dem instanzierten Bereich rausfliege, dass ich dann wieder irgendwie hängen bleibe oder wieder hier irgendwas nicht funktioniert. War ja die ersten Tage, wo WoW draußen war, wo das Add-on draußen war, war das ja so, dass wir nicht in die Garnison rein und rausfliegen konnte und das hat ständig rumgesponnen. Ja, und da habe ich immer so ein bisschen mulmiges Gefühl. Aber ja, ich sehe, das passt alles. Und dann gucken wir mal. Sollten wir eigentlich relativ schaffen jetzt? Also was heißt heute? Ich sag mal im Laufe der Aufnahmesession. Dass wir dann hier das demnächst voll bekommen. Also in der Folge jetzt natürlich nicht. Aber jetzt so dann in den nächsten Folgen auf jeden Fall. So. Dann sind wir doch zu weit geflogen. Ne, wir müssen da hoch. Hoppa. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir hier runterkommen. Da müssen wir doch... Da, so, wollte schon sagen. Ja, das ist manchmal noch ein bisschen mit Orientierung ein bisschen merkwürdig. Und ihr wisst ja, mein Orientierungssinn und so, ne?
Aber den Questgeber, den finden wir schon noch. Wäre ja schlimm, wenn nicht. So. Und dann geben wir das ab. Und dann hoppa. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Quest. Sonst muss ich den Chat gleich mal ausstellen, aber das passt soweit. Was ich vermisse, ist das Fliegen. Ganz ehrlich. Das Fliegen ist, weiß ich nicht, das war immer so Standard, ne? Auf dem Greif rauf und ab geht's. Und jetzt wieder hier dieses Reiten. Ich denke, das wird mit irgendeinem Patch wieder kommen. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Vielleicht wird das in irgendeiner Form wieder teuer oder ich weiß nicht, wie sie es verpacken. Aber dass es früher oder später kommt, ich kann es mir nicht anders vorstellen. So, was haben wir denn hier? Mit dem Ritual beginnen. Nein, das ist immer eins zu nah. Genau, da will wieder jemand zurückkommen. So. Ja, das ist so schön, wenn man so alte Bekannte wieder sieht. So, jetzt gucken wir mal hier. Wie beginnen wir jetzt das Ritual? Die Toten sprechen zu denen. Mal schauen, das ist alles hier. Ja, sagen wir mal, wie ich das Ritual starte. Beginn mit dem Ritual, beschützt den Geist. Jetzt müssen wir hier. Was ist passiert? Warum habt ihr abgebrochen? Okay. Ja, wie auch immer. Ich würde meinen Questen ganz Freunden einfach. nicht aufgeben, nur meinen Worten. Okay. Dann mal hopp. Und dann müssen wir hier hoch. Also an die Quest kann ich mich irgendwie auch nicht so wirklich erinnern, bin ich ganz ehrlich. Ist nicht so, dass ich alle Quests in- und auswendig kenne. Aber ja, irgendwie kommt mir das gar nicht bekannt vor. Platziert die Fokuslinse 1 von 1. Ich bin hier nicht der Verräter. Dann helfen wir mal Welchen hier. Prophet Velen hat sein Volk Komm, verraten? geh mal ran. Jetzt diene ich unserem wahren Meister, der Legion, deren Ruf ich mich einst widersetzte. Mein Meister Sargeras wird diese fürchterliche Rede Ist irgendwie mit dem Questen gerade. Verraten Wir sein machen gar Volk nichts und der bekommen irgendwie Ruf des Quests gut hohen geschrieben. Namen erreicht. Nicht schlecht. So, Kretar. Oh, jetzt. Okay. Wir sind noch andere zu Diensten. In Komm, Susi, tank ihn. Bei unseren nächsten Treffen spielen wir nach meinen Regeln. Abwarten, mein Freund, Sag abwarten. den übrigen Exarchen, dass ihre Tage gezählt sind. So, wo muss man jetzt hin? Hier so runter. Wieder den Weg finden. Ich glaube, der Schurke, der möchte da auch hin. Jedenfalls wirkte das eben so. Oh, das war falsch. Nicht darunter stürzen. Au. So. Mein lieber Drenai-Freund. Ich Was gibt's denn da Feines?
Schöne, nette Gegenstand, den werden wir auch gleich mal hier anziehen ans Handgelenk. Alles andere haben wir eh neulich ausgetauscht, ja. So, und dann haben wir eigentlich hier... Ah, hier gibt es direkt wieder eine Quest. Niemand kann sich vor dem Rangar. Ah, wir können Anhänger wählen, alles klar. Wen nehmen wir denn da? Konstrukteur, Verteidigerin Onala. Das ist ein Konstrukteur, der kann wahrscheinlich dann auch einen Beruf nachgehen. Und wer ist das? Ein Schurke. Ja, gut, dann nehmen wir mal so einen Schurke. Warum nicht? Und wupp, ein epischer Kumpel. Sehr schön, wir haben einen epischen Kumpel, epischen Kollege. So. Wenn wir dann mal gleich schauen. Jetzt müssen wir hier unten haben wir eine extra Quest. Hier unten geht es dann weiter und hier geht es auch noch weiter. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier diese extra Quest. Da mal irgendwo hier rausfinden. Wo geht's hier raus? Hopp. Aber mit diesem dicken Trainei irgendwie, ich bin das noch gar nicht so gewohnt, weil ich einfach bisher noch kein Trainei gespielt habe. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt ploppt's auf. Gestreifter Ebampirscher getötet und Seeklippen Karalari, was auch immer, getötet. Anscheinend müssen wir dann hier irgendwo auf Jagd gehen. Und da kommt schon jemand, der irgendwas uns Böses will. Dabei haben wir gar nichts gemacht. Hey, lasst mich in Ruhe. Oh, die armen Tierchen. Eigentlich greifen die uns ja gar nicht an. Ne? Das haben wir jetzt irgendwie verschuldet. Aber unser Pet ist auf Defensiv. Sehr eigenartig. Na gut, dann haben wir hier ein bisschen was zu kirschnern. Das kann uns ja nur helfen. Bringt uns hier ein bisschen Gold und so weiter und so fort. Und den auch noch. Ah, okay, hier haben wir was, was wir töten sollen. So, dann mal drauf da. 1 von 12. Uiuiui. Gut, an der Quest werden wir wohl noch ein bisschen hängen. Da oben haben wir so einen Geier. Ja gut, der ist tot, bevor er bei uns ist. Da auch. Jo, perfekt. Kann man auch kirschen. Ah, dann nochmal zurück und kirschnern. Kirschnern, kirschnern, kirschnern. 24, oh je. Wenn ich überlege, was das immer für eine Arbeit war, alles wegzukirschnern. Hm, ja. Vor allen Dingen, wenn man dann früher so ein Todesritter angefangen hat zu spielen. Und der hat ja dann gleich mit Level 70 gestartet. Ja, genau, mit Level 70. Und da muss man dann erstmal die Berufe skillen, pipapo. Ah, das war, ja, eine Heidenarbeit. Also da ist man mal 2 Tage nur dran gesessen. Also keine kompletten Tage, aber ich sag mal so 7, 8 Stunden bestimmt. Nur allein die ganzen Berufe skillen, je nachdem, was man halt gemacht hat. Wenn man sich 2 Berufe zur Herstellung genommen hat, dann konnte man sich eventuell die ganzen Materialien kaufen. Dann ging das eventuell noch, wobei das dann relativ teuer war.
Auch gerade wenn man so Sammelberufe hatte und ja, kirschnern musste oder Dings abklopfen musste, war schon nicht lustig. Und dann ist man von Gebiet zu Gebiet gezogen, musste jetzt mal hin und her rennen, musste suchen, gucken, wo gibt's die nächsten. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Das finde ich gut gelöst, dass sie da jetzt ein bisschen weggekommen sind und haben gesagt, okay, man kann alles abbauen und alles herstellen, ohne dass man entsprechend den Beruf hat oder soweit hochgelevelt hat, sagen wir es mal so. Den Beruf haben sollte man ja trotzdem. Aber ist so ein bisschen besser, finde ich. Ja, es spart halt eine Menge Zeit und auch eine Menge Nerven. Und macht auch teilweise dann wirklich das Spiel manchmal ein bisschen tröge, ne? Wobei das, auch das muss man sagen, es gehört halt dazu. Also, geschenkt bekommt man nichts. Und wenn man seine Berufe gut pflegen will, gehört halt dazu, dass man halt ein bisschen Zeit investiert und da auch ein bisschen Einsatz zeigt, ne? Das bekommt man ja später dann ja auch, wenn man denn die ganzen Gegenstände herstellen kann, bekommt man es ja wieder zurück. In Form von Gold, indem man Sachen verkaufen kann. Ja, ist halt nicht so, dass man halt hier einfach anfängt und dann hat man gleich alle Berufe oben. Dann braucht man es ja auch nicht. Aber trotzdem war es halt teilweise ein bisschen tröge. Ein bisschen langweilig. Umso besser, dass sie es halt geändert haben. Also sinnvoll. Ja, und ich finde es einfach besser. So. Zack, zack, zack. Und da liegt der nächste. 7 von 12. Ja, geht doch recht schnell. Ich hatte es jetzt schlimmer vorgestellt oder schlimmer im Kopf. Das sind letzten Endes 24 Gegner, die wir hier suchen müssen. Den kann man leider nicht köchnern. Machen wir den nächsten Kollegen. So. Gut, ich sehe gerade, wir sind jetzt schon wieder ein bisschen über die 15 Minuten. Ich versuche hier die Folgen möglichst 15 Minuten genau zu halten. Werde mich mal dann hier ein bisschen hinstellen. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge an selber Stelle wieder. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.